Grüß euch, DO1, HFS von Funkfieber hier. Und ja, Quancheng, bekannt aktuell durch das UVK 5, Oberwellenmonster, ein nettes Spielereigerät, aber nichts Ernsthaftes. Ist ja beworben worden als der Baufeng-Killer, das ich nicht bestätigen kann, weil es schlechter ist wie der Baufeng. Allein schon von den Nebenaussendungen her, da haben die Baufengs wesentlich besser, die wo ich daheim habe. Und sonst, es sind nette Gimmicks dabei, die toll sind, die man gern bei Baufengs wünscht. Aber grundsätzlich finde ich das Ding einfach nur noch Mist. Und jetzt gibt es den nächsten Mist. Das UVK 6 oder UVK 5 in Klammern 8 von Quancheng. Und jetzt klären wir, ob das was völlig Neues ist oder ob das der gleiche Schmarrn ist wie das UVK 5. Genau. Kampf, Mist gegen Mist. Ja, und jetzt klären wir einfach, ist das einfach der gleiche Schrott, nur neu verpackt, oder ist das neuer Schrott? Ja, viele im Internet sehen ja das als das eierlegende Wollmilchsau, die ja aufgrund von Hacks und anderen alternativen Firmwaren gern als das CB Freenet PMR-Gerät angesehen wird, wobei ja die Sendeleistungen total Grütze sind für 11 Meter oder was auch immer das halt alles abdeckt, weil einfach die Filter, die Hardware-Filter einfach nicht passen. Somit bringst du auch keine Leistung raus. Es gibt eine Tabelle, die blende ich hier mal ein, und im 11 Meter Band, also hat das schon jemand gemessen und getestet, kommen 288 Milliwatt raus. Also wo will ich da gehört werden? Bis zu meinem Garten runter vielleicht. Zudem brauche ich ja dann immer die passende Antenne für den Käse. So, weg damit. So, kommen wir aber jetzt zu diesem lustigen Teil. Das Quancheng UVK 6 schaut optisch ähnlich aus, aber auch anders. Was anders ist, ist hier. Einmal ist da so eine Metallverkleidung an, die Knöpfe haben sich ein bisschen geändert. Also das ist jetzt hier abgetrennte Knöpfe. Ja, also Design ein bisschen angepasst, der Drehknopf ist der gleiche geblieben. Und die Hintergrundbeleuchtung, ganz wichtig, die Hintergrundbeleuchtung vom Display ist jetzt orange. Orange, das reißt alles raus aus diesem Funkgerät, was nur so möglich ist. Aber ist es auch wirklich ein völlig neues Funkgerät? So wie es auch auf der Quancheng-Seite vermuten lässt. Es gibt einen eigenen Download-Bereich, es gibt eine eigene Produktvorstellung, Produktseite zu dem Ding, oder ist es einfach nur ein perfider Plan? Mutmaßung, ein perfider Plan, falls das K5, das da hinten jetzt in der Wiese liegt, gesperrt wird in manchen Ländern, mit einem neuen Gerät einfach nachzurücken, weil es eigentlich eins zu eins das gleiche ist. Oder ist doch was anderes drin? Ja, ich habe es jetzt doch natürlich nur mal aufgeklappt, das UVK 5. Und jetzt schauen wir uns einfach einmal, oh, ist es eigentlich tatsächlich die gleiche Hardware? Es ist die gleiche Hardware. Es ist absolut die gleiche Hardware. Es hat die absolut gleichen beschissenen Oberwellen. Also ich habe das schon vermessen, dieses K6. Ich blende euch das Foto jetzt ein für das 2 Meter Band. Genau, da seht ihr wieder Aufbau mit dem Tiny SA. Ziemlich schlecht, und auf dem 70 cm Band habe ich knapp, nee, also habe ich knapp 40 dB Unterdrückung gemessen. So, die Akkus sind schon mal vollkommen identisch. Also jetzt mal hinter die Geräte. Also die Akkus sind schon mal vollkommen identisch. Vollkommen identisch. So, und jetzt kommen wir mal zur Hardware. Ich zeige euch das jetzt. Ich halte jetzt das Ganze noch in die Kamera. Das ist jetzt das UVK 5. Hier die Bezeichnung. Hier steht drauf Modell UVK 5. Und wir beachten die FCC-ID. Denn wenn sich die Hardware ändern würde, würde sich auch die FCC-ID ändern. Und jetzt haben wir das K6. Bezeichnung ist hier UVK 5.
Strich 8, halt, ich halte das ein bisschen näher her, könnt ihr dann auch Pause machen, dass ihr es besser lesen könnt. Und hier die gleiche FCC-ID. Es ist 1:1 die gleiche Hardware drinnen. Das Einzige, was sie geändert haben, ist die Verpackung außenrum. Habe ich schon das Richtige in der Hand? Ja. Die Verpackung außenrum haben sie geändert und die Hintergrundbeleuchtung von weiß auf orange geändert. Mehr nicht. Es empfängt genauso schlecht in euch. Es hört genauso schlecht wie das K5. Es hört nicht besser wie ein Baufeng. Sendet nicht besser wie Baufeng. Es hat genau die gleichen Leistungsdaten wie der Baufeng. Es ist alles andere, nur kein Baufeng-Killer. Absolut nicht. Auch wenn das bei den Amis so beworben wird, die dürfen das auch nutzen, weil die haben andere Grenzwerte, wobei einige Amis auch schon festgestellt haben, dass das auch nicht die FCC-Regeln einhält, dieses Ding. Es ist halt eine nette Spielerei. Es gibt ein paar im Internet, die hier alternative Firmwaren aufspielen, damit sie alternative Schriften drauf haben auf dem Gerät. Super. Grandios. Also für mich ist es echt nicht wert. Und bei mir ist ja jedes K5 eh schon gerade nur ein Flaschenöffner. Und das ist auch nicht mehr wert. Für mich wieder Flaschen öffnen. Ach ja, genau, und das neue Design und die Hintergrundbeleuchtung, die Orange vom UV KAK6, kostet den Nutzer beim Einkaufen 2 bis 5 Euro mehr. Also, ihr zahlt mehr für dieses Gerät, obwohl genau dieses Gerät drinnen steckt. Genau mit den gleichen schlechten Ergebnissen im Empfang, in AM. Schaut das Ei, dass sie funktionieren. Nur weil es orange Schrift hat, orange Hintergrundbeleuchtung und ein bisschen anderes Gehäuse. Es ist ein bisschen metallhaptig, also es ist ein kleines Blech von dort. Das ist mit 4 Schrauben festgemacht. Es wirkt natürlich von der Haptik her hochwertiger. Brauchen wir überhaupt nicht reden. Es schaut auch hochwertig aus. Aber das war's auch. Es ist der gleiche Mist drinnen, als wir im K5. Es ist ein K5, nur in einer komplett anderen Verpackung. Also das ist eigentlich jetzt totale Verarsche von der Firma. Sie erst das auf den Markt schmeißen, 2 Monate später schmeißen sie das auf. Und damit sie den Inhalt sparen und die FCC-Prüfung und was weiß ich was, der jetzt die gleiche Hardware einnehmen und verkaufen es einfach nur als ein neues Funkgerät. Irre, finde ich grandios. Die Verpackung ist übrigens auch die gleiche. Ich habe es jetzt nicht extra mitgenommen, weil es einfach alles das gleiche ist. Also von mir jetzt eine Warnung, kauft es euch nicht, das K6. Es ist nichts anderes, es ist genau der gleiche Scheiß wie das Gerät. Wer es kaufen will, soll es gern kaufen, aber bitte, da kaufe ich mir lieber meine Baufängs nach wie vor. Nein, echt nicht. Also wie gesagt, das ist genau die gleiche Scheiße wie das Gerät. Also nur in einem anderen Gewand. Sie wollen euch hinters Licht führen, vergackern, verarschen, was weiß ich. Und euch dafür nur ein paar Euro mehr abjuxen, nur weil es jetzt orange leuchtet und ein Metallblech drauf hat. Das ist wie beim UV5R und UV5R+. Das ist dann auch vorhin das Ding drauf gegangen. Der Filter war beim UV5R+ besser, das haben sie da wieder nicht geschafft. Na gut, das soll es jetzt gewesen sein. Kurzes Video. Warnung vor diesem Gerät. Es ist nicht neu, es ist nicht anders. Es ist genau der gleiche Rotz wie das Quansheng UVK5. Macht es gut und wir sehen uns in den nächsten Videos.